Da bin ich wieder. Ich habe kurz die Windows-Taste gedrückt und da ist Fraps abgestürzt. Entschuldigung. Jetzt bin ich wieder da. Okay. Drücken wir. Ich wollte eigentlich wirklich nur speichern. Fn und F1. Tut mir leid, dass ich gerade dass es abgestürzt ist, weil ich die Windows-Taste gedrückt habe statt Fn. Ja, dass die beiden Tasten liegen halt nebeneinander. Das kann öfters nochmal passieren. Ist ja nicht so schlimm. Mit dem Movie Maker aus über Camtasia kann ich das Ganze ja dann zusammenfügen. Ich glaube, ich bin ja nie reingegangen auch. Ich glaube, hier war einfach gar nichts. Ja. Hier mal speichern. Ich speichere wieder tausendmal. Mein Speicherwahn ist wieder da. Ja. Oh Gott! Ich habe mich gerade so erschrocken, dass ich jetzt ins Inventar gegangen bin. Oh. Was ist denn hier überhaupt? Ich war hier noch nie. Ich speichere jetzt mal nicht, weil ich voll viel Leben verloren habe. Über die Hälfte. Ja, toll. Weil hier nichts ist. Den lade ich jetzt wieder. Also ganz ehrlich, das ist ja furchtbar hier. Was für eine Verarsche ist das bitte? Naja, egal jetzt. So, hier ist aber auch nicht noch irgendwas zu kriegen. Nee. Hier rutscht sie, oder? Ja, na klar. Was auch sonst. Okay. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, wirklich hoch. Auf das Kolosseum. Wir sind ja jetzt hier nur im Außenteil praktisch. Das Kolosseum ist ja riesig, Leute. Wo der Bildschirm wieder schwarz wird, weil das einfach so groß ist. Und da kann es sein, dass er jetzt wirklich Probleme mit der Aufnahme bekommt. Das wäre aber dann wirklich normal. Weil jetzt hat es ja noch nicht einmal geruckelt. Und dann wäre es, glaube ich, wirklich normal, wenn es im nächsten Level mal ruckelt. Na, mal gucken, wie das abläuft. Speichern. Und ich glaube, hier um die Ecke ist ein großes Medipack. So habe ich das in Erinnerung. Nee, eine Etage höher, oder? Ja, ihr seht, also da müssen wir dann einfach hin. Ach. Okay, so kann man es auch machen. Ja, jetzt bin ich natürlich eine Etage gleich zu hoch gegangen. Naja. Sagt da noch was hinter uns dann gleich? Weil da war noch so eine einzelne Plattform. Genau. Nö, da liegt nichts. Das einzige Problem ist wirklich halt der Ton. Der ist halt nicht so, wie ich ihn haben will. Obwohl, ich weiß nicht warum. Das ist echt seltsam. Aber egal. Wenn ich jetzt das trotzdem nicht verbessern kann, ist es ja okay. Aber es wäre schön, wenn ich das Bett noch hinkriegen würde. Okay, dann müssen wir jetzt hier rein. Nee, guckt mal da. Da ist ein Eingang. Da will ich hin. Da will ich hin, Leute. Da könnte nämlich ein Geheimnis oder so sein. Nein. Wie komme ich da bloß hin? Nicht speichern jetzt. Das wäre, wenn ich jetzt hier Fn und F1 drücke. Das wäre eine Katastrophe jetzt. Ja, Fn, F1. Geheimnis, oder? Ja! Wie gesagt, man muss sich einfach besser umschauen. Was ich früher nie gemacht habe. Und schon hat man jetzt ein Geheimnis gefunden. Sehr schön, das freut mich sehr. Hatte ich nämlich nie gefunden, das Geheimnis hier. Sehr schön, haben wir auch das Geheimnis gefunden. Das freut mich richtig doll, Leute. Heute läuft ja fast alles gut, fast alles. Also, das finde ich jetzt cool. Zwar nur Schrotmunition, aber es geht ja trotzdem als Geheimnis. Und das hatte ich früher halt noch nicht gefunden und habe es wirklich mal einfach alleine gefunden. Es war jetzt aber auch echt nicht schwer, also. So, das. Ach so, das sind Krokodile, ja. Ja, da ist noch ein Medipack da unten. Wie viel haben wir eigentlich? Ich bin ja immer so ein Fan davon, wie ich erzählt habe. 18 kleine Medipacks, 10 große. Für sechste Level ist das doch ganz gut.
2 Uzi-Ladestreifen, 8 Magnum-Munition. Ich glaube, in diesem Level, oder? Ja, in diesem Level werde ich die Magnum schon finden. In einem anderen Geheimnis, ja. 22 Schüsse zur Schrotflinte und die Pistolen. Viel haben wir noch nicht im Inventar. Das wird. Ja, es gibt noch nicht so viele Waffen in Tomb Raider 1. Von den Medipacks und auch von den Waffen. Also in diesem Level am Ende finden wir halt. Also ziemlich weit am Ende. Finden wir halt. Oh, die Magnums. Oder auch die Automatik. Die aus Tomb Raider 2. Oh Gott. Pierre kommt in dem Level übrigens auch. Ja, es gibt auch Pierre in diesem Level. Zum Speichern. Pierre gibt es bis, glaube ich, noch in 3 oder 4 Leveln gibt es noch Pierre. Dann ist er irgendwann im Grab des Teokan weg, der dann übrigens den zweiten Skion verliert. Das Gerücht war auch immer, wann stirbt eigentlich Pierre mal? Der, der das Spiel nicht kennt, denkt sich so, oh mein Gott, wenn der jetzt Waffen verliert oder irgendwas und irgendein wichtiges Teil verliert, was ich bis Level 6 oder 7 haben muss. Ich muss einfach mehr auf den ballern und so halt das machen, dass er nicht immer so schnell abhaut. Aber selbst wenn wir ihn jetzt irgendwie nicht anballern würden, wir ihm immer aus dem Weg gehen würden, würde er, wenn wir ihn dann einmal kurz im Grab des Teokan anschießen würden, würde er da sterben, weil das praktisch wirklich sein Sterbeort ist. Ich bin froh, dass ich vorher das auch Reihe 87 Let's Play gesehen hat und weiß, wie das abläuft. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich mir auch so gedacht, wann stirbt der eigentlich mal? Nicht, dass er dann zu spät stirbt und ich dann irgendein Artefakt nicht habe oder irgendeinen Schlüssel, den der vielleicht verliert. Und dann kommt der nicht mehr wieder in dem Level und dann kann ich nur Level-Skip machen oder das Spiel von vorne beginnen oder was weiß ich. Ja, toll, oder? Also das ist ein bisschen tricky, muss ich sagen. Und kann man auch gar nicht so einfach rausfinden, der das Spiel eigentlich überhaupt nicht kennt. Also ich finde das eigentlich ein bisschen krass. Und jetzt müssen wir gleich in den Hauptraum kommen, glaube ich. Hier ist auch nichts. Ja, ich gucke mich hier jetzt besser um. Ach ja, hier muss gleich irgendwo nochmal einer kommen. Oh Gott, da sieht man schon, ist total schwarz. Ein Riesenraum, der uns gleich erwartet. Na komm. Ja, fein. Ne, komm. Ich weiß, dass hier einer kommt. Musik. Oh, die Musik finde ich schön. Ah, nee, wir die Tür, glaube ich, ja aufmachen, oder? Ja, da müsste einer kommen. Ach, ist ja, das ist nämlich der Eingang hier. Genau. Tada! Die Musik ist toll. Im nächsten Level kommt die auch oft nochmal. Sehr schön. Und da hätte man jetzt praktisch einen Rückweg, wenn man das erste Geheimnis verpennt hätte vielleicht. Und dann kommt man halt wieder gleich hier unten raus. Ich kann es euch ja mal zeigen. Er kennt es ja bestimmt wieder. Und dann würde man jetzt hier unten wieder rauskommen. Ja. Die Musik ist toll. Ich hoffe, ihr hört mich noch, weil ich habe mit der Musik gar nicht getestet, wie die ist. Und die ist gerade auf meinen Ohren sehr laut, weil ich ja über Kopfhörer höre. Speichern. Und jetzt geht's in den Riesenraum, wahrscheinlich im Rumgeruckle jetzt. Was aber dann auch berechtigt wäre. Es ruckelt nicht mal mehr! Oder? Doch, es ruckelt. Ist aber jetzt echt normal, dass es ruckelt, weil es ein Riesenraum ist hier. Sterb! Pierre, scheiße! Warum kommst du jetzt schon? Du kommst mal sehr später, Pierre. Das weiß ich ganz genau. Hau doch mal ab jetzt! Hol dem ja, ist weg. Okay, Pierre ist jetzt tot. Eigentlich kommt Pierre doch erst später, oder kommt er dann nochmal? Ja, er kommt, glaube ich, dann nochmal später. Ah, ein Gorilla noch. Treffen wir doch gar nicht mehr. Und jetzt war er weg. Jetzt läuft er irgendwo da oben rum. Naja. Okay, den haben wir auch getötet, diesen Löwen oder was es sein soll. Ja. Was in diesem Level, muss ich sagen, wirklich auch gleich auffällt. Wir haben hier irgendwie mehrere solcher kleinen Eingänge, wo sich immer gerne Fledermäuse drin befinden, mit Türen. Ich glaube, 3 oder 4 von diesen Eingängen gibt es insgesamt in diesem Level. Und... Ja. Ich weiß, glaube ich, noch, wo ein Geheimnis liegt. Oder weiß ich noch, wo 2 liegen? Mehr aber wirklich nicht.
Es gibt also mehrere von diesen Eingängen hier in diesem Level. Ich glaube, drei Stück sind es. Oder es können auch vier sein. Nee, mit dem Eingang, ja, da müssen es drei sein. Und die befinden sich halt hier. Ja, und wir müssen halt immer Schalter finden oder wieder ein kleines Rätsel lösen, um diese Türen zu öffnen, wie das Prinzip aus Tomb Raider 1 ja eigentlich oder auch in den späteren Tomb Raidern fast immer das gleiche geblieben ist. Und jetzt können wir hier, glaube ich, noch nicht allzu viel machen. Wir müssen wirklich jetzt runtergehen gleich. Und müssen uns hier nach und nach durchforsten, durch dieses Level und durch diese ganzen Türen hier. Okay. Die Musik ist jetzt aus und es gibt hier, finde ich, auch sehr schade, es gibt hier keine Hintergrundmusik. Also ich meine, Hintergrundsound, so ein Geklopfe oder so. Gibt es irgendwie in Tomb Raider 1 nur sehr, sehr selten. Finde ich sehr, sehr schade auch. Also das gehört immer dazu, finde ich. Wisst ihr, Leute, wie erstaunt ich gerade bin? Es ruckelt nicht mal mehr. Ich bin hier in einem riesen Abteil und habe gedacht, es muss ja selbst bei dem PC ruckeln. Aber es ruckelt nicht. Unfassbar, oder? Ich finde es richtig krass. Mal speichern. So. Wie lange haben wir noch? 6 Minütchen. Huch, da ist einer. In der Ecke. Sterb. Ich glaube, Pierre kommt auch zweimal in dem Level. Eigentlich kommt Pierre doch erst später. Warum kam der jetzt schon? Naja, dann haben wir ihn wenigstens weg. Da stand das Tier gerade. Das hohe Tier. So. Hier findet sich ein kleines Zeitspiel. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. So. Hier, glaube ich, war nichts Besonderes. Hier liegt der Tod. Hier will ich nicht rein. Da müssen wir auch nicht rein. Da ist auch kein Geheimnis. Das werde ich euch nämlich gleich zeigen. Während wir hier runtergehen. Und wieder mal speichern. Ja, ach, das Türchen hier unten ist auch noch zu, wie ich gerade sehe. Okay, dann können wir hier ja auch noch nicht lang. Okay. Gehen wir wieder hoch. Komm, hä? Ich würde gerade sagen, was soll das denn jetzt? Und hier ist ein neuer Eingang, liebe Leute. Und hier ist der einzige Weg, wo wir derzeit rein können. Und dann gehen wir hier doch auch mal rein. Sterben. Ich wollte es gerade sagen. Kommt, glaube ich, gleich noch einer. Die kann man aber ganz gut austricksen eigentlich. So. Immer hier so machen. Tut zwar leber weh, aber nicht so, dass wir Lebensenergie verlieren. Ja. So kann man es dann auch machen. Wieder speichern. Warum sage ich immer, wenn ich speichere? Das ist ja total uninteressant für euch. Ich weiß nicht warum. Vor Freude, dass man es so oft machen kann, wahrscheinlich. Wieder zwei gekillt. Lever, du bist echt nicht nett. Okay, die greifen dich ja auch an. Sonst würdest du sie ja gar nicht umbringen, wahrscheinlich. Die Mönche aus Tomb Raider 2 bringst du auch nicht um, weil sie dich nicht angreifen. Nur wenn du sie anschießt, was ja ganz normal ist, dann greifen sie dich an. Das Level ist auch toll. Aus Tomb Raider 2. Aha. Da müssen wir jetzt auch hin zum Zeitspiel. Was wir, denke ich, aber dann auch erst in der nächsten Folge machen werden. Vorerst gucke ich mich dann hier wieder mal in den einzelnen Käfigen um, ob hier was drin liegt. Ich habe mich hier auch nie um. Ich habe mich hier nie umgeschaut. Keine Ahnung, dass hier mal ein Medipack oder so drin liegt oder so. Das ist ja manchmal wirklich so. Habe ich nie gemacht. Das war mir irgendwie so total egal. Hoffentlich komme weiter. Finde trotzdem viele Gegenstände und Geheimnisse waren mir eigentlich auch egal. Die mir aber inzwischen nicht mehr egal sind. Ach ja, und jetzt kommen wir durch diesen Weg wieder raus. Aber hier war jetzt auch nichts drin in diesen Kammern, in diesen, ja, hier, in diesen Dingern, keine Ahnung. Ach ja, und jetzt gibt es sehr, sehr viele Tiere, Leute. Man kann natürlich jetzt campen, was aber auch nicht die ganze Zeit klappt. Und immer so machen. Dauert natürlich länger. Wäre aber eine Möglichkeit, das nennt man ja, glaube ich, campen. Jetzt wird es auch schon wieder nicht mehr gehen. Da kommt gerade ein Tier.
Okay, dann muss ich mich jetzt wahrscheinlich hochmachen und ich muss mich den Viechern stellen. Wo seid ihr? Abgehauen seid ihr. Ah. Ah! Sterb. Huch. Ja, jetzt ruckelt's. Aber auch ein anderes Ruckeln, als ich sonst jetzt gewohnt war. Jetzt hat's wirklich auch mal geruckelt, ja. Aber nicht so schlimm. Ist ja auch ein großes Level. Und hab jetzt auch schon lange aufgenommen. Zu diesem Zeiträtsel kommen wir dann in der nächsten Folge. Aber ich kann es ja nochmal schnell erklären, würde ich sagen, nachdem ich nochmal kurz abspeichere. Ja, jetzt sind wir im Zeiträtsel des Kolosseums. Und das ist eigentlich ganz spannend. Naja, wir müssen auf diese Plattform treten. Dann öffnen sich diese zwei Türen und dann ganz schnell umdrehen und in diese Türen reinlaufen. Aber halt in irgendeine Reihenfolge. Und hier einfach irgendwie drauf zurennen. Das ist hier alles Zeit gestellt. Also beziehungsweise alles zeitgesteuert. Und das macht die Sache nicht so einfach, wie man sich das jetzt vielleicht denkt. Ich höre mir jetzt mal das Video an, wie es mit dem Ton ist. Und ich sage tschüss, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.